Hallo zusammen. Das Thema künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence wird ja in letzter Zeit geradezu gehypt und meiner Ansicht nach zu Recht. Denn es gibt unglaublich faszinierende Anwendungen in der Praxis, die auch tatsächlich funktionieren. Die Frage hier, die wir heute betrachten, können wir davon nicht auch was in der Testautomatisierung nutzen? Aber zunächst mal zu den anderen Anwendungen, wo das denn derzeit ja überall schon super funktioniert. Ich habe da ein bisschen recherchiert, sei es in der Medizin, hier funktioniert das zum Beispiel in der Brustkrebserkennung so gut, wie das dann tatsächlich Radiologen auch können. Da ist die KI einfach aktuell schon genauso gut. Oder das autonome Fahren, da ist man ja auch schon sehr, sehr weit. Die Autos fahren schon selbstständig herum, zwar noch nicht mit Straßenzulassung, aber man ist da ungeheuer weit. Oder auch Thema die Thema Werbung, also sprich nicht mehr so stupide wie früher, wir haben irgendwas gesucht und dann kriegt man das immer wieder stupide vorgeblendet. Nein, da werden also alle möglichen Parameter und versuchen Charaktere oder wie auch immer die KI das dann ermittelt, um hier passende Werbung dann vorgesetzt zu bekommen. Die Werbung, die wir sehen im Internet, die ist KI-basiert ausgewählt für uns nach unserem Surfverhalten und so weiter. Oder die Partnersuche auch da, ich selbst brauch's zwar nicht, glücklich verheiratet, aber die Partnersuche soll angeblich ja jetzt auch KI-basiert funktionieren, um es mal platt ausgedrückt, dass die KI also dann nicht zum Beispiel das Gothic-Mädel mit dem Hipster zusammenbringt. Das sind jetzt natürlich Klischees, aber na, die KI macht das irgendwie anders, aber tatsächlich, sie sucht auch nach dem Aussehen, nach dem Profilbild passende Partner aus und hat da eine erstaunlich bessere Trefferquote, als man es sonst irgendwie hat. Doch was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Bevor wir zum Thema Testautomatisierung kommen, vielleicht ein bisschen zur Begriffsdefinition und wo kommt es her? Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich ein recht weites Feld. Wenn viele meinen allerdings eher Machine Learning oder noch so genauer Deep Learning, wenn sie davon von künstlicher Intelligenz reden, ne? Nicht von diesem ganzen allgemeinen Feld, wo es auch logikbasierte Systeme oder was mit Entscheidungsbäumen, zum Beispiel Schachcomputer hatten ja so Entscheidungsbäume und haben dann versucht, den Baum entsprechend zu beschneiden, dass nicht alle Wege ausprobiert werden müssen, teilweise aber dann doch per Brute Force alles Mögliche ausprobiert. Das hat man auch alles unter künstliche Intelligenz gezählt, ist natürlich jetzt nicht ganz wirklich intelligent in dem Sinne, so richtig Fortschritt gegeben hat es durch den Einsatz der Deep Learning Verfahren. Die gibt es eigentlich auch schon lange. Also sprich, so um die 2000 ist dieser Begriff Deep Learning zum ersten Mal aufgetaucht. Und die mathematischen Modelle, die gehen tatsächlich bis in die 1960er Jahre zurück oder sogar noch früher. Also das ist eigentlich nicht wirklich neu. Das ist bekannt, es ist gut dokumentiert, es ist beschrieben, es gibt Open Source, es gibt Doku, es ist in den Universitäten gut erforschtes Thema. Es ist eigentlich alles da. Warum hat es in den letzten Jahren da so einen Schub gegeben? Und ein Grund dafür, ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber also einfach mal als Beispiel sind diese Jungs hier, Nvidia und wie sie alle heißen, da gibt es ja noch mehr Hersteller, Grafikkartenhersteller, die sich das Thema KI jetzt auch auf die Fahne geschrieben haben, ganz einfach, weil man in der KI sehr, sehr viele Operationen parallel ausgeführt haben muss. Es ist einfach wahnsinnig rechenintensiv und das können wir mit einer sequentiellen Ausführung, wie man es in klassischen Prozessoren oder mit 8 Kernen meinetwegen, na toll, 8 Threads parallel, auch nicht viel besser. Also sprich, wir brauchen hier massiv parallele Ausführungen und das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen und da waren ja traditionell die Grafikkartenhersteller, die ja Millionen von Pixeln berechnet haben, parallel, da waren die mit ihren massiv parallelen Verarbeitung ja schon immer dabei und haben jetzt das Thema KI für sich entdeckt. Und hier jetzt Nvidia, ja, das kann natürlich eine Marketing-Aussage sein, von 8 Stunden nach 80 Sekunden innerhalb der letzten 2 Jahre. Ich habe mal gelesen, was die damit meinen. Also die beziehen sich auf ihre eigene Performance, also sprich die Technologie, die sie vor 2 Jahren hatten, hat 8 Stunden für irgendwas zum Lernen gebraucht und jetzt sind es nur noch 80 Sekunden. Da kann natürlich ein bisschen Marketing dabei sein, aber wie gesagt, die Grundaussage, es ist einfach Fakt, dass das ungeheuer viel schneller geworden ist, viel mehr Kapazität da zur Verfügung steht und dass es die KI-Anwendungen, wie wir sie heute haben, auch tatsächlich erst ermöglicht haben, weil dieses Lernen halt einfach wahnsinnig rechenaufwendig ist. Und da ist man tatsächlich jetzt von der Hardware tatsächlich erst so weit, dass man das effektiv in einer vernünftigen Zeit handhaben kann. Ja, doch wie verarbeitet so eine KI?
Also eine KI arbeitet eben zum Beispiel nicht per Bilderkennung. Wenn ich euch sowas zum Beispiel zeige, so ein geometrisches Grundprinzip, ihr könnt das in allen möglichen anderen Sachen wiedererkennen. Zum Beispiel jetzt hier, seht ihr, das ist auch so irgend sowas mit so was in der Mitte und so vier drumherum, so Art Ventilator, ist nicht, ja, das habe ich gesehen, das ist das. Oder auch das da. Ist zwar wieder anders, aber ja, also man erkennt so eine gewisse Grundstruktur einfach wieder, ohne dass ihr drüber nachdenken müsst. Ne? Ihr habt es gesehen und ja, das kommt so in etwa hin. Und ihr könnt auch sogar sagen, na, das trifft es nicht ganz, es hat ein bisschen andere Form und so. Also ihr könnt auch noch sagen, wie gut oder schlecht es matcht. Also sprich, so ein Bild, dass da jemand, also per Bilderkennung Bild vergleicht würde, jeder Bildvergleich würde sagen, das ist total verschieden, das ist was ganz anderes. Also, aber eine KI kann dieses Prinzip dahinter erkennen. Oder auch zum Beispiel, wenn ich euch frage, was ist ein Gesicht und wo ist eine Blume? Zum Beispiel, Achtung, jetzt Test. Müsst entscheiden. Entscheidet so schnell wie möglich. Wo ist Gesicht, wo ist Blume? Ja, ihr würdet sagen, ist doch ganz einfach, ist ja klar zu erkennen, links Gesicht, rechts Blume. Aber es gibt hier so viele tausend Gesichter und es gibt so viele Arten von Blumen. Das ist ja, ich meine, ja, auch wenn ich gar nicht genau weiß, wie die Blume heißt, aber ich weiß, es ist eine. Selbst wenn ich eine zu sehen bekomme, die ich noch nie gesehen habe, könnte ich sagen, ja, es ist eine. Also, ne, weil ich dieses Prinzip irgendwie, hat man irgendwie verinnerlicht und es hat einem niemand erklärt, ein Gesicht hat Auge, Auge, Nase, Mund, naja, vielleicht schon irgendwo, aber danach erkennt man das nicht, man arbeitet anders. Und so arbeitet eine KI auch, also so ähnlich, also sprich, man hat ja ein bisschen das die Art und Weise vom Gehirn nachgebaut, vom menschlichen Gehirn. Hier übrigens auch. Also sprich, man hat das als ein mathematisches Modell gegossen und arbeitet ein bisschen nach so den gleichen Prinzipien. Und ja, wie funktionieren diese Prinzipien denn eigentlich? Mal vereinfacht dargestellt, besteht ja so ein, das kleinste Element ist ein Neuron. Ein Neuron ist was ziemlich Simples. Diese Animation hier, die fand ich ganz schön, habe ich übrigens von dem Dr. Watson, der hat einen YouTube-Kanal, also das fand ich einfach toll erklärt, also er sagt es hier, das Neuron nimmt einfach einen Wert und macht damit irgendwas, zum Beispiel halbieren, wie jetzt hier, oder ein anderer Wert, halbiert, kommt das raus, ne? Also das ist ein Neuron und kann natürlich nicht nur einen Wert entgegennehmen, sondern auch mehrere und erst wenn man die zusammenschaltet in einem neuronalen Netzwerk, dann spricht man eben von einer künstlichen Intelligenz und die entscheidet dann anhand von solcher Zahlen, die dann zum Schluss rauskommen, irgendwann, ja, ist ein Gesicht, ist kein Gesicht. Bisschen detaillierter, wenn ihr das wissen wollt, wie das mathematisch funktioniert, könnt ihr natürlich gibt es zig andere Quellen, hier einfach mal Wikipedia zitiert, gibt aber auch zig andere Quellen von Universitäten und so weiter, super, super Material, wo ihr nachschauen könnt, wie das denn funktioniert im Detail. Da hat man also mehrere Eingabewerte und eine Übertragungsfunktion und eine Gewichtung, das ist ganz entscheidend. Also ne, das wird gewichtet, welche Eingabe wie stark jetzt dann letzten Endes da einfließt und welche nachfolgenden Zellen dann wie stark entsprechend aktiviert werden. Das ist, sage ich mal, das Kernprinzip, wie solche Neuronen funktionieren. Ich möchte jetzt nicht auf die ganzen mathematischen Details eingehen. Es ist zwar kein Hexenwerk, es ist nicht so kompliziert, aber es ist ein bisschen mathematisch jetzt nicht Teil von diesem Vortrag hier. Aber einfach mal, um Eindruck zu kriegen, es ist wirklich kein Hexenwerk, es ist ein einfaches Grundprinzip und man kann Erstaunliches damit machen. Und ja, das Erstaunliche, was da halt passiert ist, ist eben bei diesem Lernvorgang, sprich, das funktioniert so ein bisschen wie, wie Eltern ihren Kindern was beibringen. Also sprich, irgendwann sagt ein Kind, da ist ein Gesicht. Sagt eine Eltern, nein, ist kein Gesicht. Oder sagt, ja doch, hast recht, diese Wolke sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht, hat da auch so irgendwie, ja, hast recht, da hast du ein Gesicht drin erkannt und bestätigen das oder negieren es und dementsprechend lernt man und genauso lernt auch eine künstliche Intelligenz. Sprich, mal wieder das nette Ausschnitt aus dem Video vom Dr. Watson. Guckt es euch gerne voll auf YouTube an, das finde ich echt gut. Er hat also da das schön animiert, wie jetzt so ein Gesicht, ist letzten Endes auch nur Zahlen und wird dann letzten Endes in Zahlen zerlegt und so erkennt die KI dann, ja, ist ein Gesicht oder ist kein Gesicht, wenn das also hier durch diese ganzen Neuronen und das Netzwerk durchläuft. Umgekehrt müssen wir ja eben beim Trainieren dann auch sagen, wir geben eben Bilder vor, zum Beispiel hier so ein Gesicht und sagen, ja, das ist jetzt ein Gesicht und was passiert dann? Ihr seht es läuft gerade zurück, also sprich, es werden Verbindungen
bestärkt, das ist in diese Gewichtung, ne, erinnert euch, diese Gewichtungen werden manche verstärkt, die zum Gesicht führen, und andere, die zu keinem Gesicht führen, werden entsprechend abgeschwächt. Hier waren sie kurz in Rot dargestellt. Und so lernt diese künstliche Intelligenz dann, ja, was ein Gesicht ist, indem es einfach viele, viele sieht und findet so ein bisschen ihren eigenen Weg. Also sprich, wenn sie dann ein Gesicht sieht, was sie noch nie zuvor gesehen hat, also was wirklich einfach ganz anders aussieht, vielleicht erkennt es das trotzdem als Gesicht, weil das so das Prinzip von Gesicht verstanden hat. Ne? Also das ganz unheimliche, komische eigentlich, dass wir auch gar nicht genau verstehen und wissen, wie das eigentlich funktioniert oder nach was für ein Prinzip es sich denn da jetzt ausgedacht hat für eine Methode. Also es findet seine eigene Methode, Dinge zu erkennen, auch dann, wenn es eben was Neues vorgesetzt hat, bekommt, was einfach komplett anders aussieht und es so noch nie gesehen hat, kann es das dann trotzdem entsprechend klassifizieren. Und dass das in der Tat gut funktioniert, da gibt es ein schönes Beispiel ich nehme hier mal Google, könnt ihr selbst mal ausprobieren, auf Google.com, Vision, kann man das selbst mal eine KI in Aktion sehen und mal mit eigenen Bildern ausprobieren. Ich habe hier mal ein paar Beispielbildchen, nehmen wir hier mal die Blümchen, lade die mal hoch, muss hier noch sagen, ich bin hier kein Roboter. Und so, jetzt nehme ich das mal auf. Ja, hier haben wir das ein schönes Bild mit Blumen. Das erkennt hier tatsächlich Flower, Flower, Flower. Auch wenn diese Blüte hier so schräg und ja, anderes Licht und nicht vollständig zu sehen. Und es sagt auch mit welcher Wahrscheinlichkeit, also wie sicher es sich dabei ist, dass es sich da um eine Blume handelt. Also es ist schon ziemlich sicher. Und ja, hat dann ja auch noch Labels vergeben. Ja, es ist Daisy Family, das stimmt sogar. Ja, und macht da also Vorschläge. Und ach, siehe, da unten ist mein Wasserzeichen drin, das hat es auch noch gefunden. Ein eigentlich kaum zu lesenden Text, aber ne, solche Dinge findet es auch. Oder hier in Eigenschaften die dominanten Farben. Naja, die Crop-Vorschläge finde ich jetzt nicht so doll. Aber gehen wir mal hier auf Safe Search. Ja klar, ein das ist natürlich für Google wichtig. Ist es Gewaltdarstellung oder irgendwas, das besser nicht im Internet so publiziert werden sollte. Aber ja, ist ein ganz harmloses Blümchenbild, alles grün, alles gut. Das kann man so im Internet veröffentlichen, kein Thema. Ja, ja, und so hat es also da wirklich Erkennungsmechanismen. Die sind erstaunlich, wenn man da mal was anderes ausprobiert. Nehmen wir mal mich selbst hier mit Kamera und bin mal gespannt. Ha, mein dämliches Grinsen hat es hier netterweise als Joy ausgezeichnet. Das finde ich ja sehr freundlich. Und na, ärgerlich gucke ich nicht da eben. Entsprechend zeigt es hier very unlikely an. Und was für Objekte findet es denn da? Ach, meine Kamera, ja, ich bin männlich, okay, da habe ich eine Jeans an und ein Oberteil und da hinten ist sowas Art wie ein Stuhl mit Rollen, ja, das ist zwar ein Kinderwagen, aber ja, das können wir mal, man kann drauf sitzen, das stimmt schon irgendwie, das können wir mal so durchgehen lassen, aber man sieht, das sind natürlich so grobe Kategorien und es kommt natürlich auch darauf an, was bringt man der KI bei, also bringe ich ihnen Stuhl als allgemeinen Begriff oder halt alle möglichen Arten von, ne, also von spezifischen Stühlen wie eben, ja, im Stuhl aufrollen, ist das für mich eine andere Kategorie oder nicht? Das kommt darauf an, was die KI eben gelernt hat. Und diese hier hat hier, sagen wir, sehr, sehr, sehr High-Level-Kategorien sicherlich nur gelernt. Aber ja, auch die Kamera und so weiter, das klassifiziert es ganz gut. Hier dominante Farben und so Sachen. Ja, macht einen Vorschlag. Den Vorschlag hier fürs Schneiden finde ich schon ein bisschen besser. Hier die Treppe abgeschnitten, die ist jetzt wirklich nicht so wichtig. Also das finde ich gar nicht mal so blöd. Ja, und auch das ist wiederum ein relativ harmloses Bild. Ja, finde ich sehr, sehr gut, funktioniert wunderbar. Und ja, der erkennt ihr schon so ein bisschen, in welche Richtung das jetzt hier gehen könnte. Denn schließlich haben wir es ja in der Testautomation mit Objekten, mit Bildern zu tun auf einer Benutzungsoberfläche, wie zum Beispiel Buttons. Und die sehen nun mal unterschiedlich aus. Und normalerweise würde ich die ansprechen über irgendeine ID oder ein Index oder ein Label und sowas. Und da habe ich immer die Schwierigkeit, das ändert sich halt mal. Dann muss ich meinen Test wieder anpassen. Oder, ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr mal die Situation, ihr habt irgendwas automatisiert, per XPath oder wie auch immer, das Objekt angesprochen und führt den Test aus und es findet dieses Objekt partout nicht. Und es denkt so,
Ha, da ist es doch, jetzt klick endlich drauf, jetzt mach, mach, mach. Und warum findet das mein Objekt nicht? Ja, das ist halt begründet in den zigtausend verschiedenen Oberflächentechnologien, die es gibt und Art und Weisen, wie ich Benutzeroberflächen bauen kann. Das ist technisch teilweise echt grundverschieden. Jede Android- oder iOS-App ist technisch was anderes. Eine mobile Webseite ist technisch wieder was anderes. Also, ob ich Native-Apps oder hybride Apps habe, das ist alles was anderes. Ist, ob ich eine Desktop-Anwendung oder eine Java-Oberfläche ist wieder was anderes. Also, aber die sehen teilweise anders aus. Sie haben die gleichen Grundbedienkonzepte und so. Also, sprich, kann man da nicht eine KI nehmen, die da das intelligent erkennt und ein weiterer Schritt ist dann, kann ich nicht sogar eine KI haben, die versteht, was mein Testfall ist, mein manueller Testfall? Könnte ich nicht sowas haben wie, ja, suche nach Laptops in einem Shop, wähle das HP Elitebook aus und füge es zum Einkaufswagen hinzu und dann, ja, um es bestellen zu können, muss ich mich anmelden, dann möchte ich doch sagen, Login erst hier mit meinem Test-User und irgendeinem Testpasswort. Und dann soll es für mich bitte erkennen, dass das ein Login-Dialog ist oder eine Suchenfunktionalität, ob das jetzt eine Lupe ist oder wie auch immer, ne? Wenn ich euch frage, was haben diese drei nächsten Bilder gemeinsam? Dann werdet ihr die kurz angucken. Ja, es sind alles Login-Dialoge. Ist so einfach. Ja, für uns Menschen ist das einfach. Jetzt schreibt mal ein Testskript, das auf all diesen drei Login-Dialogen funktioniert. Erstens heißt es da Login, weiter, Sign in. Zweitens habe ich da mal Username, Passwort oder ich muss erstmal mein Username mit E-Mail-Adresse oder so eintippen, dann weiterklicken und dann das Passwort. Es ist vom Ablauf her anders, es ist von den Objekten her anders, es ist vielleicht sogar eine andere Technologie. Es wäre ein total anderes Skript. Es wäre ein ganz anderer Testfall. Ich müsste also, wenn ich das im gleichen Testfall mache, also ne, automatisierten Test, dann wären es tatsächlich unterschiedliche Schritte. Aber es wäre ja der gleiche Testfall letzten Endes. Ne? Ich muss mich irgendwie anmelden und was. Ne? Fachlich wäre es vielleicht das Gleiche. Also sprich, da möchte ich doch eigentlich eher hingehend sagen, ja, kann ich denn nicht sowas haben wie so ein Testfall? Ne? Ich habe es hier mal aufgeschrieben und das mal ausprobiert, ob das meine KI versteht. Ehrlich gesagt, nee, hat es nicht kapiert. Also die ersten drei Schritte, ja, das mit dem Login hat es noch nicht kapiert, den musste ich aktuell noch ein bisschen weiter aufdröseln, denn ich greife jetzt mal ein klein bisschen vor. Ich habe das, wir sind nämlich dabei, also wir, Microfocus, ist dabei, das KI-Thema in Testautomation reinzubringen, eben genau auf diese beiden Arten, sprich Natural Language Processing, es versteht die natürliche Sprache in natürliche Sprache, aktuell nur Englisch, aber ne, das könnte man dann auch noch auf andere Sprachen erweitern. Aber wir fangen erstmal mit Englisch an. Es versteht Testfälle, die in Prosa geschrieben sind, was damit gemeint ist, sucht nach entsprechenden Funktionalitäten in der Anwendung, wie zum Beispiel eine Suchenmöglichkeit, ob das jetzt ein Search-Button ist oder ein Lupen-Icon oder ob ich da zuerst auf Suchen klicke und dann den Text eingebe und okay oder andersrum oder auf Text eingeben und dann auf Suchen. Egal, es sucht nach einer Suchenmöglichkeit, da KI basiert und führt diese Suche aus. Also sprich, das ist etwas, was heute schon funktioniert, was in meiner Anwendung schon funktioniert hat. Ich habe diesen Testfall dann noch ein klein bisschen angepasst, dass er mit dem Stand, wie es heute ist, wir haben halt eine allererste Version, gibt es jetzt mal zu sehen, wie das abläuft. Da habe ich den Test noch ein klein bisschen erweitert. Ich muss dann also oft mal auf ihm sagen, ja, und zum Anmelden klick auf dieses Profilmännchen und trage dann Köppner in das Username-Feld ein und mein Demo 123 in das Passwort-Feld und dann den Sign-In-Button. Das hergenommen als Text, wirklich Plain Text, da sind keine Objekte dahinter, da ist kein Object Repository dahinter, da sind keine Funktionen dahinter und nichts dahinter, es ist einfach nur Text. Text reingesetzt ins Tool, es macht hier zwar so eine Art Syntax-Highlighting, ist aber nicht wirklich Syntax. Also sprich, die KI versteht schon mehrere Schreibweisen, aber noch nicht alle. Also, ne, das ist, aber es ist schon sehr, sehr Prosa-like geschrieben. Und wenn ich sowas detailliert, aber doch recht freitextmäßig schreibe, dann ist das die KI tatsächlich Stand heute schon in der Lage, diesen Testfall auszuführen. Hier habe ich in dem Beispiel mal mein Android Tablet und das Verrückte ist, dass das Coole ist, es führt diesen Test genauso auf einem iOS
und auf einer Webseite, auf einer Native-App, wie aber auch hier habe ich jetzt die mobile Webseite genommen, führt es den Test exakt haargenau so aus, weil der Ablauf der gleiche ist. Und es sucht eben nach einer Suchmöglichkeit, sucht dann nach Laptops, das wäre jetzt der erste Schritt, es guckt hier nach der Suchmöglichkeit, sucht dann nach Laptops und wählt dann entsprechend den Laptop aus. Hier den Pavillon, fügt den zum Einkaufswagen hinzu und dann, um den bestellen zu können, muss ich mich anmelden. Also gehe ich auf das Profil-Icon, also sprich, wie auch immer das Profil-Icon aussieht. Es gibt verschiedene Profil-Icons, die können ganz unterschiedlich aussehen, ne? Aber die KI weiß, das ist sowas wie Benutzerprofil, das kommt ja in verschiedenen Anwendungen vor und sie hat so das Prinzip davon verstanden, wie auch immer. Und selbst wenn es da jetzt ein Icon vorgeblendet bekommt, was noch nie gesehen hat, wird es trotzdem irgendwie wissen, ja, da komme ich irgendwie ins Profil. Wir Menschen verstehen das ja auch irgendwie. Also, ne, das so ist so ein bisschen die Idee. Oder auch hier diese Felder, wenn ihr jetzt nicht anhand Namen oder irgendwas erkannt, sondern manche Eingabefelder haben ein rechteckiges Kästchen drum, manche nur den Strich, manche sind wieder irgendwie 3D-mäßig dargestellt oder was auch immer. Es gibt unterschiedliche Designs und die KI sucht sich das raus, wo sie denkt, okay, das sehe ich, kenne ich doch, ich weiß nicht, wie die KI das macht, ich weiß nicht, wie Menschen das machen, es weiß keiner so recht, wie das funktioniert, aber es funktioniert, also man sieht, es geht, das ist total verrückt, also es geht heute schon. Und ja, also was wir dazu gemacht haben, wir arbeiten da mit Google zusammen, weil ich meine, die Technologie, KI, das ist ja, wie gesagt, seit Jahren bekannt, aber der Kern ist dabei, die KI richtig anzulernen. Das heißt, wir haben also hier deswegen so auch Zusammenarbeit mit Google, die haben einfach Google Images, einfach sehr, 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 sehr viele Bilder oder auch den Webseitenindex, kennen sehr, 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 sehr viele Webseiten und Webanwendungen, wissen daher um die unterschiedlichen Designs und wie die aufgebaut sind und wie ich eine KI, wie ich eine KI anlernen muss, um ihr sowas beizubringen. Und das Gleiche haben wir dann auch für Android-Anwendungen und für iOS-Apps gemacht. Das sind die drei erstmal Haupttechnologien, und die wir uns jetzt erstmal im ersten Schritt unterstützt haben. Ne? In Folgen soll dann noch irgendwann mal Windows und Standard-Windows-Client-Oberflächen und vielleicht auch Java und SAP und was auch immer für Technologien dann noch weiter folgen. Das wird weiter ausgebaut. Die KI wird immer raffinierter, immer schlauer und erkennt immer mehr und mehr und mehr und mehr und wird dadurch also mit zig Bildern versorgt und lernt so das Grundprinzip einer Benutzeroberfläche. Damit habe ich also ganz ungeahnte Möglichkeiten und kann meine Tests viel flexibler aufbauen. Und ja, im Idealfall erklärtes Fernziel. Ich habe hier meinen manuellen Test, drück Start und die KI führt es einfach aus. Ist erklärtes Fernziel. Funktioniert noch nicht ganz, klar. Sie erkennt auch nicht alles, hat noch nicht so viel gelernt, die muss noch einiges mehr lernen, aber wir sind dabei und es ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich bin sehr, super gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und das Schöne ist, ich kann es kombinieren. Also sprich, es ist ja nicht das Einzige. Ich habe ja nach wie vor die anderen klassischen objektbasierten Erkennungsverfahren. Die sind ja immer noch da. Also sprich, das haben wir jetzt, dieses KI, ihr seht dieses KI-Tool hier, so wie es da ist mit dieser Oberfläche, ist eine Standalone-Installation, ist bei Micro Focus Unified Functional Testing dabei. Man kann es auch voll integriert in, also entweder losgelöst, so wie hier eben, oder auch voll integriert nutzen, wie jetzt hier im Beispiel. Das hier ist die voll integrierte Variante. Da gibt es im UFT dann entsprechende Kommandos, die sich dann nennen AI Util. Sprich, da kann ich dann die KI einfach dazu verwenden, um hier gewisse Schritte zu automatisieren, die ich sonst mit den klassischen Methoden im UFT eben nicht automatisiert kriege, zum Beispiel. Oder halt einfach gucken, was geht mit der KI, was muss ich vielleicht noch anders auf die klassische Weise, zum Beispiel hier das Device Launch, App Launch, das ist die klassische Weise. Und danach geht es aber in AI, also seht, die ganzen Schritte sind über das AI Util ausgeführt. Hier die Suchenfunktionalität, die es hier raus sucht, sozusagen hier nach 17T sucht und sich hier dieses Laptop wieder, ne, wieder mein üblicher Testfall, wieder das Laptop schnappt und dann entsprechend in den Einkaufswagen nimmt. Ja, und das Ganze dann auch, hier habe ich noch den Test ein bisschen parametrisiert, dass das mit mehrfach mit unterschiedlichen Werten auch dann durchspielen kann. Da kann also die gleichen
Verfahren im UFT nutzen, wie gehabt mit der Data Table, wenn ihr sie nutzen wollt und so weiter. Also so kann man die Tests aufbauen. Man kann das halt sehr, sehr, sehr schön mischen mit ganz einfachen, klassischen Objekterkennungsverfahren. Alle Checkpoints funktionieren. Eine Prüfung, das ist natürlich noch so eine Sache. Also Prüfung müsste man natürlich auch noch einbauen. Also da ist jetzt noch keine einzige Prüfung drin. Und ja, hier mal so ein Ergebnis, eines Testlauf, erste Iteration, zweite Iteration, also erste Datenzeile. Man sieht, wo die KI, was für Objekte die KI denn jetzt hier wirklich erkannt hat auf der Oberfläche und wo sie dann letzten Endes draufgeklickt hat. Ja, soweit ist man also heute schon in der Testautomation. Stand heute können Kunden, die Unified Function Testing haben, diese KI bereits nutzen, so wie jetzt gesehen. Bekommt man automatisch über die Wartung, wer noch kein UFT hat, gut, sollte vielleicht mal überlegen, eins zu besorgen. Dann hat man die Möglichkeit, hier das UFT zu nutzen und die KI. Und die Idee ist, dass die KI, die also jetzt momentan auch technisch auch losgelöst ist von UFT, dass die natürlich auch in allen möglichen anderen Kontexten, sei es unsere Robotic Process Automation oder sei es unserem End-User Experience Monitoring und so weiter, vielleicht sogar Lasten-Performance-Tests, dass man die also in allen möglichen anderen Kontexts auch nutzen kann, um Oberflächen zu treiben, Prozesse durchzuspielen, Prozesse zu testen, zu überwachen. Also das ist die Idee, dass ich hier meinen Prozess beschreibe, den Ablauf Prosa und sich das Tool da entsprechend durchklickt. Oder ist eben aktuell, das würde ich eher noch empfehlen, eine Kombination einfach aus dem, was heute in der KI schon kann und das, was noch klassisch zu tun ist. So habe ich ein bisschen das Beste aus beidem. Da, wo das Klassische funktioniert, nehme ich das Klassische. Da, wo die KI funktioniert, nehme ich die KI. Und so kann ich also Dinge auch automatisieren, wo ich bisher dachte, so, warum klickt das nicht? Ja, die KI findet es vielleicht. Ganz einfach. Ne? Einfach mal ausprobieren. Man hat einfach eine weitere Möglichkeit, Dinge zu automatisieren und dadurch noch eine höhere Flexibilität und Testabdeckung zu kriegen und eine bessere Wartbarkeit. Und ja, ich bin super gespannt auf die nächsten Releases, wie es da weitergeht. Die Entwicklung ist da ungeheuer rasant und es bleibt spannend, ob man uns irgendwann als Tester noch brauchen wird. Vielleicht ja gar nicht mehr, aber momentan sieht es noch nicht danach aus. Also so intelligent, dass sie sich eine KI-Testfälle ausdenkt, ist er natürlich noch nicht. Dazu fehlt ihr der fachliche Hintergrund im Bereich der Medizin und der Technik und den Geschäftsabläufen oder was auch immer man testet, im Bereich Banking hat es natürlich kein Know-how. Also richtig gar nicht. Also richtig überhaupt nicht. Es kann Benutzeroberflächen bedienen, ganz stupide, ja, wenn man ihr genau sagt, was sie zu tun hat, aber es kann sich keine Testfälle ausdenken. Das ist momentan also definitiv eine Limitation, aber zum Glück auch eine, da brauchen wir uns Berater zum Glück noch, uns Menschen immer noch, die sagen, was wollen wir denn eigentlich, was möchten wir erreichen, was soll das Ziel sein, was soll die Anwendung tun, was ist richtig, was ist falsch. Wir bringen es der KI bei und sagen, was richtig, was falsch ist und niemand anders. Also von daher ist nicht so wie eine Horrorvision in der Zukunft, dass das nachher die Roboter hier die Gesellschaft und die Weltherrschaft übernehmen. Also so weit ist es noch lange nicht, weder bei den anderen KIs noch bei der Testautomations-KI schon gar nicht. Also ne, da muss man einfach mal auf dem Boden bleiben. Aber für Objekterkennung und Testfälle interpretieren und ausführen, da ist es tatsächlich heute schon möglich. Das kann sie tatsächlich heute schon tun. Und da, denke ich, ist es auch sinnvoll und auch wirklich nutzbringender Ansatz von KI in der Testautomation. Ich bin super gespannt, wie es hier weitergeht. Danke fürs Zuschauen und ja, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Bis dann!